Uiuiui, gegen Ness. Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Super Smash Bros. Ultimate. Und natürlich werden wir im Nachhinein auch wieder ein bisschen, Super Mario 64 spielen. Aber jetzt müssen wir ja wieder ein bisschen Super Smash Bros. Üben, denn es wurde ja bekanntlicherweise letzte Woche am Donnerstag wurde angekündigt und am Samstag genauer präsentiert, Steve für Smash, ja, und das ist einfach nur eine krasse Sache. Ich habe mir jetzt tatsächlich genau deshalb wieder den Fighters Pass Volume 2 gekauft. Sie haben mich mit Steve ziemlich gecatcht, ja, mit Steve haben sie mich wirklich gecatcht und ich bin wirklich happy darüber, dass es Steve jetzt in Smash geben wird. Ab nächster Woche, ab 13.10. Wird es ihn ja geben. Das ist gerade super schlecht von mir. Ja, auf jeden Fall, ab 13.10. wird es Steve in Smash geben. Und da freue ich mich halt schon wirklich ultra hart drauf. Jetzt werden wir den Typen hier ein bisschen rasieren. Ich meine, er wird mich auch gleich downgetten. Aber davor werde ich ihn erstmal rausschmeißen. Ich meine, wir haben 129%. Ja, das war ziemlich klar, dass das passieren wird. Oh, Bro. Stop it, please. Ja, jetzt will er natürlich, dass ich meine Ulti nicht auslöse. Aber das wird nix, mein Freund. Jetzt ist natürlich äußerst interesting, weil er natürlich auch seine Ulti hat. Und was ist das noch? Oh, die ist das. Ui, oh. Ui. Okay, das war's an der Stelle für mich. Oh, warte mal. Oh, shit. Er hat mich fast wieder zurück auf die Plattform geboostet. Er wäre fast ein Ehrenmann gewesen. Ahme meine Bewegungen nach. Was? Hä, wie hat der seine Ulti jetzt ausgelöst bekommen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ey, du komischer Nest-Typ. Mann. Oh, nee. Come on. Yes, sehr gut. Haha. Easy peasy. Easy peasy, mein Freund. Alter, du mit deinem Get Thunder, du gehst mir ja so auf den Sack ohne Spaß. Yes, und weg mit dir, mein Freund. Damn it. Jetzt habe ich auch noch verloren. Oh, was? Ein Sudden Death. Oh, sheesh. Oh, sheesh. Oh no, ja, das war so klar, das habe ich ihm echt easy gemacht. Okay, wir spielen, willst du mich verarschen, Alter? Warum spielt denn jeder mit Ness? Aber immerhin sind wir hier auf der Zelda Breath of the Wild Stage. Das ist ja schon mal ziemlich nice. Das gefällt mir sehr gut, aber der Typ gefällt mir überhaupt nicht, weil der ist mir irgendwie ein bisschen zu heftig drauf. Holy shit, Alter. What the fuck, man? Alter, what the fuck, dude? Der Fuck, dude. Hä, Alter, gegen so jemanden... Wieso werde ich gegen so jemanden gematcht? Das ist komplett lächerlich. Das ist komplett lächerlich, dass ich gegen so jemanden gematcht werde. Mann, Alter. Das ist so lächerlich. So, verpiesel dich, Freundchen. Immerhin macht er nicht das Thunder-Dingsbums da, was der andere die ganze Zeit gemacht hat. Yeah, so viel zu dem Thema. Ah, alles klar, Bro. Ich bleib hier mal drin. Hier kann mir nicht so viel passieren. Oh, so, Bro. Verpiesel dich. Haha. Das war's schon mal mit dir. Na, damn it. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Okay, come on. Yes. 40% haben wir ihm mitgegeben. Huch. Er ist mit 40% rausgeflogen, Friends. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh shit, ah damn it, okay, das wäre auch zu schön gewesen, wenn wir es ihm jetzt noch so gegeben hätten. So Bro, 49% hast du schon, du bist gerade nicht so gut dabei, weißt du das? Ich hoffe, du weißt es, Bro. No, da war ein Superstern, no, als ob da ein Superstern war, oh yes, oh no, ah, okay, aber er ist extrem schlecht dabei, was die Prozente angeht. Oh, sick. Oh, sick. Yes. Alter, ich geb's dir, Bro. Ich geb's dir. Ich geb's dir. Ich hab's. Oh mein Gott. Alter, am Anfang hat's so schlecht ausgesehen.
Aber ich habe gewonnen. Und jetzt kommt das dritte und finale Match und dann entscheidet es sich, wer hier gewinnt. Die Gegner oder ich. Und dieses Mal gegen DK. Okay. Mal schauen, wer hier gewinnt. Ich bin sehr gespannt. Alles klärchen, Bro. Oh, shit. Okay, DK gibt mir schon ganz gut. Oh, nice. Das ist nicht so geil, muss ich sagen. Der verwendet sein Schild relativ crazy. Und er hat, glaube ich, meine Taktik halt schon relativ gut drin. Aber ich gebe ihm die Prozente, die er mir schon gegeben hat, gerade relativ gut zurück. Oh, yes. Okay. Ah, uiuiuiui. Jetzt packt er aus, Alter. Jetzt packt er aus, Friends. Oh Gott. Ah Gott. Oh Gott. Ey. Oh shit, Alter. Da hat er es mir richtig gegeben. Bro, du könntest dich langsam wirklich ein bisschen verpieseln. Da hätte ich überhaupt nichts dagegen. Ja, shit. Yes. Komm schon. War's das mit ihm? No. Was? Jetzt reicht's aber langsam. Junge. What the fuck? Was ist los mit ihm? Wieso hält er so viel aus? Alter, DK ist richtig sauer. Ich wusste gar nicht, dass DK so sauer wird, wenn er so viele Prozente hat. Huch. Okay. Das ist crazy. Das wusste ich nicht, dass das so crazy ist. Okay. Komm schon. Oh, shit, Alter. Jetzt hat er mich aber komplett zerballert. Alter, ich habe halt nur noch ein Leben und er hat zwei. Das ist gar nicht geil. Oi, jetzt habe ich es voll verschissen. Alter, DK rasiert mich komplett, Freunde. DK rasiert mich komplett und das war's mit mir. Huch! Alter, der DK, der war krass. Respekt, Digi. Holy moly. Eieiei. Und genau aus diesem Grund spielen wir jetzt wieder ein Spiel, das ich mehr drauf habe. Schauen wir mal, in welchen Kurs wir gehen. Ich würde sagen, ich habe gerade Bock auf Jolly Roger Bay. Schauen wir mal hier rein in das versunkene Schiff. Let's go. Ah, die Musik. Sie ist so entspannend. Holy shit. Sowas von entspannend. I love it. Der Aal hat sich noch nicht verpieselt. Was soll das? Ey, du komischer Aal. Ich bin direkt vor deiner Phrasen. Na bitte. Jetzt ist er weg. Jetzt können wir auch rein. So, wie ist denn hier die Reihenfolge? Ich habe halt absolut keinen Plan. Wie wäre es hier? Autsch, auch nicht. Wie wäre es hiermit? Ui, ja. Wie wäre es hiermit? Okay, wir nehmen diese Truhe. Dann nehmen wir diese Truhe. Ui, ja, das sieht schon mal besser aus. Dann nehmen wir vielleicht die mittlere. Ei, die mittlere. Yesi. Okay, jetzt schwimmen wir so weit, wie es geht, nach oben. Easy, nice, nice. Und wir holen uns den Stern. Und damit haben wir insgesamt schon 20 Sterne. Hm. Locke den Aal Kano heraus. Ach, der Stern. Der Aal heißt Kano? For real? Komm schon, gib mir den Stern. Ach, dammit. Wusstet ihr das, dass der Aal Kano heißt? Also ich wusste das auf jeden Fall nicht. Und was zum Teufel? Ich war gerade im Stern drin. Dude! Was? Yes, jawohl, dieses Mal gleich instant geschafft. Genau so wollte ich das. Ich bin ein richtiger Speedrun-Profi, meine Freunde. Die Schatzhöhle, ja, das weiß ich auch, wo das ist. Und die 1. Und die 2. Und die 3. Aha, first try. Hey, das hat sich gereimt. Wunderbar, ein weiterer Stern. Und die 8 roten Münzen sind fällig. Und dazu gibt es natürlich auch noch die 100 roten Münzen. Die machen wir auch direkt, weil es sich halt wieder mal perfekt anbietet, würde ich sagen. 1 und die 2 und die 3. So, was macht dieser blaue Münzschalter? Ah, hier drüben bekommen wir dadurch ein paar blaue Münzen. Die muss man, glaube ich, zwingend einsammeln. Sonst sind die 100 Münzen in diesem Level sogar fast unmöglich, weil hier die 100 Münzen zu sammeln ist extrem schwer, weil es einfach so wenig Münzen gibt. Ah, hier haben wir zumindest schon mal die 4. Komm schon, yes. Hier oben auf der komischen Stachelsäule gibt es auch noch einmal eine rote Münze. Gott, Mario, Alter. So, und jetzt müssen wir hier einen kleinen Parcours bewältigen.
wo es auf jeden Fall heißt, Feingefühl beweisen, hier mit dem Controller. Was ist hier eigentlich drin? Hier ist doch, glaube ich... Ah, nee, Münzen sind hier drin. Ich dachte, da ist ein Panzer drin. Nein! Ui, guck mal, hier sind noch Münzen. Jetzt geht es sich aus. So, Mario, na bitte. Huch, der Stern ist ein bisschen hochgespawnt. Weißt du das, Mario? Das gefällt mir gar nicht. Okay, come on. Yes, und damit haben wir schon mal den 100-Münzen-Stern. Und hier oben auf dem Schiff sind noch die Nummer 7 und die Nummer 8. Jawohl. Und das hat einen guten Grund, dass ich die als letztes eingesammelt habe, weil ich noch wusste, dass der Stern eben hier oben spawnt. Nice. Und einen Stern können wir noch machen. Den letzten können wir leider nicht machen, denn dazu brauchen wir die Metallverwandlung. Die fehlen uns noch. Aber wir können auf jeden Fall uns hier zu einer dieser Säulen schießen, denn auf diesen Säulen kann man sich oben abfangen. Und ich will nicht oben drüber fliegen, deshalb schieße ich mich hier so dagegen. Und das hat echt gut geklappt. Besser als erwartet. Wow, das ging fix. Und damit haben wir die Piratenbucht-Panik abgeschlossen. Vorerst zumindest. Ein Stern fehlt uns noch. Und deshalb betreten wir auch direkt die nächste Tür. Und zwar ist das Biberberg Frost, wenn mich nicht alles täuscht. Ganz genau. So ist es. Und ja, diese Welt werden wir ebenfalls mal betreten und uns um die Sterne kümmern. Als erstes geht's auf die Rutsche. Okay, also hier haben wir eben die Rutsche. Und auf der Rutsche gibt es auch relativ viele Münzen. Und vor allem gibt es ja auch eine Abkürzung. Ja, hat man ja auch gerade gehört, dass das irgendein Freischaltsound war. Und Mario, kannst du mal aufhören, hier so blöd rumzuschlenkern? Ja, wenn man nicht die Abkürzung nutzt, dann gibt es ja auch sehr, sehr viele Münzen. Aber darum kümmern wir uns dann bei den 8 roten Münzen, würde ich sagen. Und wir sammeln jetzt erstmal diesen ziemlich simplen Stern ein. Das Pinguin-Baby ist als nächstes dran und das versteckt sich hier oben. Können wir uns eigentlich mit dem Pinguin-Baby nach unten warpen? Nö. Jetzt über die gefährliche Brücke der Schneemänner. Und dann geht's auch schon zur Mama nach unten. Hello! Wahoo! Ah, der schnelle Pinguin ist am Start. Wir müssen nochmal rein in die Rutsche. Und da wartet dieses Mal ein Pinguin auf ihn. Auf uns, den wir besiegen müssen. Und zusätzlicherweise dürfen wir auch nicht die Abkürzung verwenden. Das heißt, ich zeige euch jetzt mal ganz schnell die normale Strecke. Hoi. Okay, da gibt der kleine Pinguin hier schon schön Gas. Okay, wir rutschen hier entlang. Bro, hör auf, bitte. Das ist nicht nett, was du hier machst. Alter, der Typ, der gibt Gas, Friends. Der Typ, der gibt richtig Gas, aber das machen wir ihm auf jeden Fall nach und haben hier ganze 67 Münzen danach. Das ist auch krass. Ja, prall halt nicht in die Wand. Und weil wir Erster wurden, bekommen wir einen Stern von ihm. Juhu. Sehr, sehr nice. Und die 8 roten Münzen sind auch schon fällig. Und hier haben wir direkt die Nummer 1, wenn ich sie denn bitte kriegen könnte. Thanks. Also dank der Rutsche bekommt man halt diese Münzen hier relativ schnell. Hier draußen haben wir auf diesem Baum hier die Nummer 2. Hinten in einer Ecke versteckt ist die Nummer 3. Und die Nummer 4 befindet sich hier auf dem Warp-Punkt zurück nach oben. Ja, den wollte ich vorher eben mit dem Pinguin benutzen, aber das geht mit dem Pinguin anscheinend nicht. Nein! Leck mich am Arsch! Dieses Mal warp ich mich nicht nach oben, sondern fahre mit diesem Aufzug, der so aussieht, als würde er gleich runterstürzen. Fahre ich hier nach oben und besuche ganz kurz diesen Bob-Omb hier. Der öffnet uns die Kanone. Die brauchen wir später. Wer hat sich das ausgedacht, Mann? So, wenn man mit diesem komischen, kaputten Ding nach oben fährt, dann hat man hier zumindest schon mal die 5. Münze. Aha, und hier in der Ecke haben wir die 6. So, hier drüben haben wir
Die Nummer 7. Und wo ist nochmal die 8 gewesen? Die war, glaube ich, hier irgendwo. Aber nicht hier, sondern weiter oben. Ah, guck mal. Da. Da wollte ich hin. Ja, genau. Mario, wo bist du? Ah ja, okay. Genau, hier kann man auf jeden Fall runtergehen. Und ich will eigentlich die 100 Münzen. Die fehlen mir noch. Ja. Ja, also hier haben wir auf jeden Fall diesen Stern. Aber... Oh Gott. Soll ich das jetzt wirklich tryen? Ich weiß nicht, ob ich das tryen soll. Ich will es aber tryen. Oh, oh, okay. Alles gut. Okay, dann holen wir uns hier den 100-Münzen-Stern. Let's go. Okay, nice. Oh, ja, ja, das war gerade close. Und dann ist ja hier direkt noch der andere Stern. Wunderbar. Ich würde sagen, das war erfolgreich. Ah, ja, jetzt spielen wir ein bisschen Frozen. Ich werde die Musik jetzt nicht einblenden, weil ich weiß ganz genau, wie Disney da drauf ist bei sowas. Was bist denn du für ein blödes Ding? Jetzt ist er vorbeigerollt. Ja, jetzt hat er es hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Jetzt hast du deinen Unterkörper bekommen. Vielen Dank für den Stern. Und der Wandsprung, das weiß ich auch, wo das ist. Denn genau für diesen Stern haben wir vorhin diese Kanone hier freigeschalten. So, wenn wir hier ein bisschen drüber aimen, dann sollten wir da drüben direkt beim Baum landen. Alles klar, Digga. Okay, Bros. Bitte geht mal ganz schnell weg hier. Und dann sind wir hier drüben bei der Wandsprung-Eispassage. Oh Gott. Uiuiuiui, what the fuck? Ich hätte einen Weitsprung machen müssen, bin ich blöd. Und Weitsprung, jawoll. Da sieht es schon besser aus. Und jetzt müssen wir hier durch Wandsprünge nach oben kommen. Ich habe nur leider... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Holy shit. Also ich habe da früher immer ewig für gebraucht. No joke. Aber jetzt direkt auf den Second Try. Ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall ziemlich sossig unterwegs, meine Freunde. Nennt mich Soss, Freunde. Nennt mich Soss. Und ich würde sagen, mit 2 hoch 5 Sternen werden wir auf jeden Fall das Erdgeschoss des Schlosses abschließen. Als nächstes folgt nämlich der Garten. Ja, und im Garten befindet sich dieses komische Schloss. Und dort werden wir... Ja, die Unsichtbarkeitsfähigkeit erhalten, aber darum geht's dann beim nächsten Mal. Freunde, wir waren heute sehr, sehr erfolgreich. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Friends! Danke an meine MVP-Kanalmitglieder Missy, Homie, Yoshi und Galaxy-Fan. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanalmitglied werden.